So, Freunde, herzlich willkommen zur 30. Folge TSW4. Wie ihr hier seht, sind wir heute nicht im Hauptmenü, sondern wir sind hier schon fast vor der Fahrt. Dazu werde ich dann nachher nochmal ein bisschen was erklären im Video. Ich würde sagen, wir legen erstmal los, beginnen, warten wie immer kurz ab, bis das Spiel sich eingeruckelt hat, denn vor allem in Dresden ist die Performance, wie soll ich sagen, sehr arm. Ja, sehr schlecht, da Dresden sehr performance-intensiv ist. Und da wird vermutlich Verspätung haben, das ist aber nicht schlimm. Aber umso länger man wartet, umso mehr kann sich die Performance einruckeln, sozusagen. Ich werde circa, ja, vielleicht 50 Sekunden warten und dann, ja, beginnen. Es ist schon meine zweite Aufnahme übrigens. In der ersten Aufnahme war mit dem Ton irgendwie und mit dem Bild nicht ganz so perfekt. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Aber ja, jetzt legen wir erstmal los. So, der Generalschlüssel auf 1, Richtungswende auf Vorwärts, Türen Intrigen. Fernlicht. So, dann, wir haben Folge 30. Heute fahren wir zum ersten Mal mit Sifa und PCB. Und da Sifa, PCB. PCB. So. Ist das unser Zug? Hier steht eine 363 rum. Gut, ich bin sehr gespannt, wie wir uns heute schlagen mit Sifa und PCB. Ich habe das natürlich vorher auch schon geübt. Sifa konnte ich durch den lieben Train Gamer und PCB habe ich mir ein bisschen selber gelernt. Hier gibt es ja diese PCB, die sagt dann immer, oder Bescheid halt, wenn wann man PCB betätigen soll. Von daher ist das jetzt auch nicht so schwer. Aber ohne kriege ich es auf jeden Fall noch nicht hin. So, das machen wir auf Lösen. Direkte Bremse. Und ich würde sagen, wir können los. Ab nach Glaubitz. So, ich bin auch mal sehr gespannt, wie ihr so, ja, das Video findet, was so euer Feedback sein wird. Der liebe Roberto, Grüße gehen raus an dich. Der hat schon mir gesagt, er wird sich das Video auf jeden Fall anschauen und kritisch bewerben, wie ich mich so anstelle. Also auf jeden Fall an alle, die jetzt viel erwarten, erwartet nicht so viel. Ich mache das nicht zum ersten Mal, im Video zum ersten Mal, aber davor habe ich es noch nicht so oft gemacht. Von daher ist das da halt noch ein bisschen, ja, kompliziert. So, ab Folge 30 wird sich jetzt noch einiges ändern, denn keine Musik mehr. Ja, ich habe es ja im letzten Video schon angekündigt, dass ab dieser Folge keine Musik mehr ist. Das liegt daran, das habe ich doch. Wer habe ich an? So. Das liegt daran, dass ich es halt irgendwie nicht generell über diese YouTube Music Audio Mediathek da machen werde. Und es auch schon einige Beschwerden darüber gab, dass ich halt meine TSW4 Videos mit Musik mache. Und von daher dachte ich mir, ich lasse das mit der Musik sein, da es halt dann alle irgendwie zufrieden sind. Der liebe Spacemonkey alias Tom, er meinte auch, ich soll das so machen, wie es mir recht ist. Und mir ist es recht, wenn ich es ohne mache, da es halt auch schon die ein oder andere Beschwerde gab, dass das so stört. Ich hatte ja extra eine Abstimmung deswegen gemacht. Da war zwar die Mehrheit für ja, aber ich habe mich jetzt trotzdem für mich entschieden, dass ich es ohne Musik mache. Weil ich denke, es ist auch besser, wenn man sofort dann so die Sound Sorry, ich kann kein Deutsch. Es ist auch während der Fahrt besser, wenn man den Sound des Spiels hört und nicht nur die Musik oder auch mich. Und das hat man mit der Musikklappe nicht ganz so sehr gehört. So, ich hoffe auch heute spinnt die Aufnahme nicht wieder rum unter der Ton. Wie gesagt, beim letzten Mal, wo ich es aufgenommen habe, war das halt so ein kleines Problem.
so kurze Info. Hier geht es dann Richtung Döbeln und Chemnitz rüber. Chemnitz-Riesa die Strecke, leider nicht vorhanden in TSW, aber sie wird ja von der Community entwickelt. Denkt auch, wir werden uns in dem Video mal auf jeden Fall die Community-Projekte anschauen, denn das ist auch auf jeden Fall sehr interessant, was da gemacht wird. Aber das dauert noch ein bisschen. Nächster Halt, Klaubitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Servus. So. Mit Niklas und mit dem Robelio habe ich übrigens schon so ein bisschen. Die haben schon ein bisschen geraten, wie viel Zwangsen ich hier so kassieren werde. Der Niklas meinte 3, Robelio 2. Mal gucken, ich hoffe, ich werde keine kassieren, aber ich dachte, eine werde ich auf jeden Fall kassieren. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Da ich die Fahrt schon im Voraus gefahren bin und schon ein bisschen Erfahrung habe, weiß natürlich auch, wo ich gezwangst wurde und wo ich es besser machen konnte. Wie gesagt, es liegt nicht daran, dass ich wegen den Zwangsen die Aufnahme schon neu gemacht habe, sondern einfach wegen dem Ton der Aufnahme und einfach der Aufnahme selber. Die war halt wirklich scheiße geworden. Und von daher hatte ich mich entschieden, das die halt nochmal zu machen. Weil die halt wirklich nicht gut war. Hoffe, die wird jetzt wirklich besser. So. So, Tür entriegeln. Müsste auch leider doch zu RE50 kommen, denn wo steht's denn? Hier hinten. Ja, hier steht's. 13 Uhr müsste der das dann sein. Wenn hier steht 14 Uhr, ja. 13 Uhr 1, RE50. Und das ist unser Zug. So, Türen verriegen. Los geht's! Ab nach Nünschritz. Hinten ruckelt es auf jeden Fall noch nicht. Das kommt dann erst, wenn man Richtung Dresden fährt. Da wird es dann richtig schlimm. So ab Coswig dann langsam. Bis Coswig geht es eigentlich vom Ruckeln, muss ich mal sagen. Halt, Nünschritz, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt bin ich ganz schön schnell gefahren. Also mit dem Bremsen muss ich auf jeden Fall noch üben, aber ich weiß halt nicht, wie viel Meter vorher ich am besten bremse, dass ich dann genau 0 Meter zum Halte, zum Stehen komme. Also hier 0 Meter am Halte. Da bin ich mir halt nicht so sicher. So. 17 Meter, das ist perfekt. Tilo.
1158, so, der müsste uns dann klein entgegenkommen, der Doppelstock RE50. Bin mal gespannt, welche Lok er hat. Normalerweise hat er ja eine 146. Na, mal gucken. Ich habe auch schon hier ein TSW mit einer 112 erlebt. Eine 111 könnt ihr ja auch haben, da man die 111 hier auf Dresden-Riesa auffahren kann. So, los geht's! Ab nach Briestewitz. Pünktlich abgefahren. Super! So, falls ihr euch jetzt übrigens fragt, wie ich auf die Fahrt hier komme, RE50 Riesa Dresden, das hat mir der liebe Niklas empfohlen, der hatte mir mal unter Folge 4, 25, keine Ahnung, einen Kommentar geschrieben, ob ich denn schon weiß, wo ich in Folge 30 fahre mit CVPCB. Und da hat er mir vorgeschlagen, dass ich mal den RE50 von Riesa nach Dresden fahren soll, weil der irgendwie anspruchsvoll ist. Gut für Anfänger und ja, daraufhin dachte ich mir, ich fahr den mal. Mal gucken, wie ich mich hier so schlage. Also in der ersten Aufnahme, ich sage mal, da habe ich 3,20 gekriegt insgesamt. Mal gucken, ob ich jetzt auch wieder 3,20 kriege. Eine war kurz vor beim Böhler. Die nächste war dann kurz nach beim Böhler, zwischen beim Böhler und Coswig, und die letzte war noch kurz vor dem Dresdner Hauptbahnhof. So, bisher bin ich jetzt auf 120 durchgekommen. Sie fahrt ja ohne Schwerwind, da wäre ich eher wegen der PZB gezwungen. Oh, da ist er. Servus. Welche Lok es war, sah irgendwie bis Minute 182 aus. Der ist so schnell vorbeigefahren, könnte man nicht erkennen. Aber ich denke mal, es war 146. Mit 182 kann man gar nicht hier fahren. Im Personenverkehr, nur im Güterverkehr.
Kilometer haben wir noch. Meine Schuld. Der hat nicht reagiert. Ich habe wachsam betätigt. Der hat nicht reagiert, Freunde. Also da kann ich nichts dafür. Das liegt nicht an mir. Zwangsbremsung, WT nicht zeitgerecht mit. Ich habe das sofort betätigt. Also es liegt nicht an mir, Freunde, das sage ich euch. Aber irgendwie muss ich schon sagen, irgendwas spinnt auch hier an meiner Tastatur, weil ich habe schon zweimal das jetzt gemacht, PZB wachsam betätigt und das hat nicht geklappt. Komisch. Das ist wie eine scheiß Traktionssperre aktiv. Also ich glaube, das war nicht meine Schuld, jetzt die Zwangse. Ja, aber eigentlich, ich dachte, PZB-Hilfe heißt, dass hier immer was steht, dass ich dann in so und so vielen Metern nur noch 45 fahren kann. Aber irgendwie ist das nicht so. Ach, toll. Dachte eigentlich, ich mache nicht schon hier was vor Priest mit 20. Ihr Freunde, guckt mal auch. PZB frei. Er reagiert nicht. Das ist halt auch das Problem, wenn man wachsam betätigt. Irgendwie reagiert er nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nächste Halt. Briestewitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also mit Reizwang könnte ich auf jeden Fall hier bestimmt erreichen. Servus, willkommen in Briestewitz. Sehr gut. So, 20 Meter vom Haltepunkt, das geht. Eine Zwangse, also ich habe PZB wachsam betätigt, da stand dann 60 auf dem Signal. Ich habe aber eigentlich PZB-Hilfe heißt, dass man auch vor dem Signal noch hier oben rechts und auf dem Bildschirm stand wird Geschwindigkeitsbremsung 85, da steht da 1000 Hertz und dann ist da so ein gelber Balken. Und der gelbe Balken, der geht dann immer vor nach links und wenn er dann weg ist, dann gilt 85 km/h. Und der kam nicht. Von daher eigentlich wundere ich mich da. Also ich dachte eigentlich, die PZB-Hilfe funktioniert. Aber scheinbar macht die es nicht. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich ein paar Zwangen kassieren. Wir sind noch hier in Folge 8 das letzte Mal lang gefahren. Sind wir auch im Mai hier lang gefahren. Das fahren wir halt nochmal lang. Nur halt ohne Zeitraffer. Folge 8 habe ich ja noch Zeitraffer dort. Beziehungsweise mit der Goldmod die Aufnahme ein bisschen beschleunigt.
So, jetzt erzähle ich euch mal, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich hier TSW4-Videos aufnehme und so. Ja, weil ich eigentlich das noch nie so wirklich vorhatte. Es kam dazu. Ich habe mit dem lieben Archimon, ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt, war ich bei Discord im Talk, hab mit dem halt geredet, so wie wir was wir da geredet haben. Und ja, da war es halt so, er hat dann eine Live-Stream-Übertragung bei Discord gemacht. Und da war da bei seinem Namen so eine Kamera. Und eigentlich steht er live. Da habe ich ihn gefragt, warum da so eine Kamera steht und nicht live. Meinte er, weil er es über OBS macht. Dachte ich, OBS, hä? Was ist das? Dann habe ich mir das mal angeschaut, dann habe ich mir das irgendwie gedownloadet. Dann habe ich irgendwie auch, dadurch, dass ich halt immer beim Checko irgendwie TSW4-Videos auch angeguckt habe, dachte ich mir, warum mache ich das nicht auch mal? Wäre nicht schlecht. Da habe ich mir auch extra Musik, die Checko benutzt hat, mir gespeichert und dann auch benutzt. Also die Musik, die ich immer in meinen TSW4-Videos bis zur letzten Folge verwendet habe, habe ich zum größten Teil aus dem Videos von Checko mir gespeichert. Aber jetzt ist ja vorbei mit der Musik. Jetzt wird die Fahrt nur noch genossen. Ich weiß ja auch noch nicht, wie wir in der nächsten Folge fahren. Das werde ich mir dann noch Gedanken machen. Vielleicht mal wieder Güterverkehr machen. Güterverkehr sind wir ja bisher noch viermal gefahren. Deswegen würde es eigentlich mal wieder Zeit werden. Minuten soll man nie davon sein. Ich weiß, ob wir das hinkriegen. Vorne schon fast unter 20.
wieder auf. Da will die Siefer noch irgendwie, wo ich 10 km/h fahre, dass ich die noch betätige. Na, das macht dann auch keinen Sinn mehr. So, ich mag gar nicht den Hamster, aber die Lackierung irgendwie sieht wirklich nicht schlecht aus. Geht's denn hier hin? Kann man auch anschmecken, ne? Wahrscheinlich. Ja, ganz schön großer Rangierer. So, verriegeln die Türen. So, los geht's! Ab nach Weinwöhler, wo ich den ersten Versuch der Aufnahme gemacht habe, eine 20 gekriegt habe. Von da muss ich jetzt mal auf die Signale achten. Ich weiß, war da nicht viel, so ein kleines bisschen was weiß ich, aber das reicht nicht aus, um da irgendwie ohne BTB-Hilfe zu fahren. Ich glaube, die reagiert auch komisch. So schnell werde ich jetzt auch nicht fahren. Bringt doch gar nichts schnell zu fahren, da wir einem Kilometer schon wieder da sind. Von daher will ich mal hier nämlich Luftnummer nur 45 fahren. Muss nämlich gleich wachsam betätigen. So, 85. Nixe halt! Weinwöhler! Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, eigentlich hatte ich auch überlegt, ob ich vielleicht so Ansagen hier abspiele vom RE50 oder 2 mit dem 2 elektrisch. Von daher habe ich es gelernt. Hab da zu wenig Erfahrung. So, jetzt doch nur 45. Ist gar kein Problem. Irgendwas haben wir ja vor uns, weil wir hier vor uns ein rotes Signal hatten. Ich konnte nicht noch eine S-Bahn vor uns, aber ja, hier ist vorhin drin, aber ich glaube, das ist nicht so, jetzt so ins Pferd. So, Geschwindigkeitsbegrenzung 45 km/h. So, also nicht schneller als 45. Jetzt steht hier nichts mehr von Geschwindigkeitsbegrenzung.
an irgendwie, dass ich nur 85 fahren kann. Die steht hier zwar, aber ich glaube, ich darf schneller fahren. Bin mir nicht sicher, Freunde. Aber doch. Darf schneller fahren. So, 100. Das war doch schon wieder nichts. Obwohl doch. 7 Meter vom Haltepunkt. So. Ab jetzt wird doch die Fahrt für Butch ein bisschen ruckelig werden, da wir uns immer mehr Dresden nähern und somit halt auch die Performance dann immer ruckeliger wird. Aber das kriegen wir schon hin. Türen verriegeln. Und los geht's. Bei Ost. Hoffentlich ist kein S-Bahn vor uns, aber ich habe keine gesehen. Von daher sollten wir eigentlich freie Fahrt haben. Also immer pro Jahr fahre ich mindestens lang.
Freunde, wir halten fest, ich habe bisher eine 20 bekommen. Mal sehen, ob es noch eine zweite gibt. Ich hoffe nicht, aber ich ahne es. Ausstieg in Fortrichtung links. Perfekt. 7 Meter vorm Haltepunkt. Also vor so. Ja, ist ja gut. So, hier fährt die Schmalspurbahn nach Radeburg, aber da ist leider nichts da. Auf der Taranda Rampe ist ja das Bild, da fährt er ab. Freital, auch eine Schmalspurbahn nach Kipsdorf. Und da hat Dovetail sogar irgendwie so Wagen hingestellt und so, das finde ich ganz cool. So, 500 Hertz kommt jetzt, das weiß ich. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird dann 24 km/h sein. Von da wäre ich schneller als 24. Genau, das steht da. Ein bisschen zu verkürzen, werden wir mal hier wieder schnellere Geschwindigkeit machen.
Mal gucken, was alles so kommt. So. Schon mal Güterzug. Wird aber nicht das einzige Hindernis. Wenn ja, dann hätte man Glück. Jetzt noch ein Hamster, Gegenzug. Servus, grüß dich. So, also irgendwas warten wir auf jeden Fall noch ab. Entweder aus Richtung Riese oder aus Richtung Dresden. Das ist wirklich immer nervig hier an dem Signal. Man muss ja immer ewig warten. Und das ist, glaube ich, bei jeder Fahrt ist ja E50 so. Sei man fährt vielleicht ganz früh oder ganz abends, dann könnte man vielleicht Glück haben, dass man nicht warten muss. Aber ansonsten muss man an dem Signal immer warten. Ah, ein IC war's. So, mal gucken. Nein, nochmal Güter zu. So, ist danach, aber bitte. Na bitte, so 50 erlaubt. Habt ihr mich befreit? So, 45 Grammat auf dem Fahrrad. Jetzt geht's rüber auf die Hauptstrecke. So, ab rüber. Nach Dresden-Neustadt. Und jetzt fängt an mit einer Runde. So kommen Sie mal an Dresden, fängt es an. 60 wäre ich jetzt so niemals vor. Vielleicht nur noch 30. Aber es lohnt sich nicht. Guck mal, 3 Kilometer nehmen. Wenn man von kosmisch anfängt, dann ja. Aber so nicht. So 80 schon wieder war noch dann erlaubt. Wie es auch immer heißt, nee, es ist nicht Friedrichstadt.
Keine Ahnung, wie der Güterbahnhof heißt. Aber da vorne die Güter zu groschen. Und umgehen den Neustädter Bahnhof. Natürlich fahren die auf der Dorsche und manche fahren der Club da lang. Finde ja das so mit den Hochbahnen hier cool, dass man so über der Stadt lang fährt. In Leipzig gab es das ja auch mal. Bis 2012, da gab es im Osten von Leipzig, in am Grottenhof-Sellhausen, die Ecke dort, da gab es so einen Bahndamm. Ja, das ging am Osten da lang, da ging halt die alte S-Bahn-Strecke lang. Da ist man auch so erhöhter Stadt gefahren und so. Also heutzutage gibt es das in Leipzig eigentlich nur noch auf dem Abschnitt zwischen Gohlis und Wartebischen. Aber sonst fällt mir jetzt wirklich in Leipzig kein Abschnitt einfach mal so hier irgendwie auf der Stadt fährt. Gut, Kohl ist ein Hauptbahnhof noch ein bisschen, aber sieht ja nicht spektakulär aus. Das ist halt ein bisschen schade. So. Geht sogar mit einem Ruckebusch, muss man sagen. Also dadurch, dass wir in Dresden sind, so jetzt gedacht, es ruckelt mehr. Aber der schlimmste Teil, der kommt dann noch. Der ist zwischen Neustadt und Hauptbahnhof. Nächste Halt. Dresden-Neustadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und ab hoch. Da sind wir in Dresden. Ja, hier ruckelt es jetzt schon ein bisschen. Hält sich aber in Grenzen. Wie gesagt, am schlimmsten wird es zum Hauptbahnhof. Da ist eine S-Bahn. Ist ja auch eigentlich schade, dass der Flughafen im Spiel nicht vorhanden ist. Der war geplant, aber wurde nicht verwirklicht. Da wurde auch schon, aber man kommt da halt nicht hin. Perfekt! Perfekt gehalten! Super! Bisher nur ein Zwangsjahr. Wobei ich ganz vergessen habe, wie viel Grad haben wir überhaupt? Ich würde mal sagen, wir haben 20, eher 21 Grad. Ich habe am 15. Mai, also Mitte Mai eingestellt. Und da, ja, sag ich mal, ist es angenehm, die Uhrzeit. Jetzt sogar mal zu zeitig. Ab über die... Oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Brücke. Oh, scheiße. Ich war schon so oft in Dresden mit Lunderdorf da umgestiegen, aber ich kenne die Brücke. Ich weiß nicht, wie sie heißt. So, ich bin voll ein... So, und jetzt ruckelt es halt wirklich sehr. Also das ist der Abschnitt, wo es halt wirklich extrem ruckelt. So, jetzt überqueren wir die Elbe. Schön eigentlich, wirklich. Fett ist hier lange zuvor, das hat auch nichts. Nächster Halt, Dresden-Mitte, Zugang zum Kongresscenter Dresden,
Ausstieg in Fahrt Richtung links. So, die Ansage habe ich mir nämlich gemerkt, das wird da immer angesagt. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Gold Mod an und warten mal noch kurz, bis die Zeit um ist. So bis 43 oder so. Ja, muss ja nicht zu früh sein. So, hier wurde ich dann übrigens auch gezwungen zwischen Dresden Mitte und Dresden Hauptbahnhof. Los geht's! Freund, das ist nicht mein Schritt, jetzt bin ich gezwungen zu werden. Das ist nicht meine Schuld, Freund. Ich drücke die ganze Zeit hier PCB wachsam. Nicht zeitreichgerichtet habe ich. Ich habe das hier betätigt. Also es ist hier, dass die Zwangs ist wirklich nicht meine Schuld. Ich habe wachsam betätigt. Aber scheinbar liegt es an der Tastatur oder am Spiel. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß der Rocket, hat er das nicht wahrgenommen. Ich habe aber hier habe ich wachsam betätigt. Nicht an mir. Oh Mann! Dann ist denn diese Traktionssperre vorbei. Oh, jetzt wird es nebenbei. Das Wurmpriest wird es halt auch so. Da habe ich auch wachsam betätigt, aber Spiel hat es mal wieder nicht kapiert. Also falls ihr in den Kommentaren Ideen habt, warum er jetzt mein Wachsam nicht wahrgenommen hat, schreibt das mir bitte rein, denn ich bin da ein bisschen ahnungslos und ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es jetzt nur an meiner Tastatur oder an dem Spiel? Da bin ich mir noch unsicher. Ob ich dich da spiele, ist immer mal wachsam, wird es am Spiel liegen. Denn vor allem in so Ruckelteilen wie Dresden ist das ja ganz schlimm. So, das ist die RB31. Kommt vom Großenhain oder auch Elsterwerder. Kann man auch fahren. Im Spiel aber auch nur zwischen Coswig und Großenhain. So, das ging jetzt. Sind aber nochmal wachsam tätig. So, das hat er jetzt kapiert. Vor uns nicht. Bin doch ein bisschen sprachlos. Freunde, ihr habt es ja glaube gesehen, dass ich wachsam betätigt habe. Aber in beiden Fällen hat es irgendwie das Spiel nicht kapiert. Also wie gesagt, falls ihr da wisst, warum, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Guckt, Freunde, ja, das
liegt nicht an mir. Hier, ich hab wachsam betätigt. Also es liegt nicht an mir. Freunde, ihr habt gesehen, wie ich hier wachsam betätigt habe. Das ist ja auch erschienen. Also die beiden Male jetzt waren auf jeden Fall, es lag nicht daran, dass ich es zu spät betätigt habe. Hier steht, nee, das stand auf uns da, zu spät betätigt. Kann aber nicht sein. Also das weiß ich nicht, woran das dann liegt. Oh, jetzt wird diese Scheiß-Traktionssperre aktiv. Tja, also ich würde sagen, eigentlich bin ich gut durchgekommen. Ich habe wachsam betätigt, aber es hat nicht reagiert. Guckt auch, wie das ruckelt, Freunde. Das macht keinen Spaß. Ach, der Nebel auf sich selber beschwart. Mensch, 40 lässt du vor. Nächste Halt. Dresden Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Übergangsmöglichkeit zum Nah- und Fernverkehr. So. Also, Ziel des Tages 3 Zwangsen, aber es lag nicht an mir. Hier guckt auch befreien, wenn ich mich befreien will. Ich kapiere das Spiel nicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Hier guckt befreit und es geht nicht weg, die Anzeige hier oben. Das hier. So. Gut, wir sind da in Dresden, im Hauptbahnhof. Oh, Freund, das war sofort. Das war eine Fahrt, Freunde. Eieiei. Also wie gesagt, mit dem PTB, mit dem Wachsam und so, das lag nicht an mir. Also ich habe ja Wachsam betätigt, aber ich vermute, das Spiel hat es einfach nicht wahrgenommen. So, Goldmedaille, 9000 Punkte, nicht schlecht. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.